Kriegen wir jetzt wirklich Jesus als Level 100 Battle Pass Skin? Ne, kommt Moses herbei und produziert die OP-Waffen oder was auch immer? Werden wir auf die gesamte Map unter Wasser stehen? Das war alles, erfahrt ihr in der nächsten Folge von X-Factor, das Unfassbare. Schöne Grüße mal an Team Nachtaktiv. Na Leute, seid ihr noch wach? Ihr bleibt mal ein bisschen wach. Wir haben wirklich wunderschöne Themen für Season 2. Battle Pass, was mit der Map passiert und. Oh Leute, es eskaliert gerade richtig komplett. Ja Leute, habt ihr schon mal Fortnite X Bibel gehört? Ne, dein Level 100 Jesus-Skin? Oh, hört sich absurd an. Es wird absurd sein, ne? Haut ein Like rein, wenn ihr wach seid und wenn ihr zu Team Frühaktiv gehört, ne? Schönen guten Morgen, Team Frühaktiv. Für Team Frühaktiv sind es noch 5 Tage bis zur neuen Season. Und es wird endlich Zeit. Und so langsam hat es diese XXL-Season ein Ende. Und ich freue mich einfach nur mega, dass wir hoffentlich etwas Schönes bekommen. Ob wir was Schönes bekommen, keine Ahnung. Aber diese Gerüchte, die gerade umherstreifen oder sowas und was sich die Leute hier gerade einbilden, sind so mega absurd, dass die wahrscheinlich krasseste Season überhaupt kommen, Leute. No joke. Gerne natürlich auch, wenn ihr von Season 2 nichts verpassen wollt, Leute, auch die Abo-Button und die Glocke reinhauen. Würde mich natürlich mega freuen. Wir gehen da jetzt langsam drauf zu. Wenn ihr das Ganze supporten wollt, wenn das Video jetzt irgendwie zufällig vorgeschlagen wurde, wenn ihr schon mal Abonnent wart und dann wieder verschwunden seid und jetzt wiedergekommen seid. Leute, die Ereignisse in Fortnite überschlagen sich so krass. Ihr habt es vielleicht schon in den letzten Tagen gehört, ne? Die gesamte Map wird unter Wasser stehen, ne? Alles wird überflutet, ne? Komplett mit Wasser. Staudämme werden brechen, Knochen werden brechen, ne? Schilder werden gebrochen, Schlachten werden geschlagen. Die krassesten Trailer trudeln gerade ein. Nein! Ui! Oh! Schocken! Ey, das wird so viel im Phänomenal, Leute. Das schlottern bei mir jetzt schon die Arten hinten dran, ne? Die machen flop, 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 flop. Aber weil Season 2 jetzt so kurz bevorsteht, Leute, ich weiß, das Spiel spielt ja wahrscheinlich auch nicht so viel aktuell und so weiter, ne? Und gerade deswegen guckt nach, ob ein Creator-Code drinne steht. Weil wenn ihr den jetzt einträgt, hält er genau bis Season 2. Meiner wäre Hey Stunny mit einem I hinten dran, ne? Ganz kurz und knackig. Und wenn ihr euch dann für den Battle Pass entscheidet, ob ihr es dann macht oder nicht, schauen wir mal, wie gut der Battle Pass sein wird, ne? Aber dann habt ihr das schon mal auf jeden Fall drinne. Und wenn Season 2 startet, könnt ihr mit dem Battle Pass auch euren Lieblingscreator unterstützen. Ob das jetzt Maxify ist, Oleg oder mich, sei mal dahingestellt, checkt es auf jeden Fall nach. Oder aber ihr habt die Schnauze voll von Fortnite und wollt andere Spiele, sage ich mal, auschecken. Aktuell gibt es für bis zu 75% Rabatt hier im Epic Store, ne, wo die gerade eine Aktion haben, wo ihr auch einen Creator-Code benutzen könnt. Da gibt es viele coole Spiele wie Satisfactory zum Beispiel, Subliminal, Hades ist mega nice, Subnautica, Beyond Two Souls und. Könnt ihr gerne auschecken, ist aktuell auch ein vierfacher Boost, wenn ihr euch irgendeines dieser Spiele kauft oder für irgendwas euch dafür interessiert. Mein Alan Wake für 3 Euro ist echt Peanuts, ist günstiger als ein Fortnite-Skin und ihr kriegt ein vollwertiges Spiel, was ihr wirklich auch stundenlang spielen könnt. So, nachdem ich jetzt euch natürlich die ganze Sache so heiß gemacht habe, wollt ihr natürlich sofort wissen, worum geht es, ne? Wie ist es sein? Wieso bist du gerade so richtig aufgedreht? Ich will es auch wissen. Ich will auch richtig krass gespannt sein, warum diese krassen Gerüchte gerade umherschwirren und die krassen Gerüchte kommen gerade durch eine einzige Map-Änderung, beziehungsweise als Änderung ein kleines Detail, was man auf der Map gefunden hat. Und daraus können wir alles, was in Season 2 passiert, rausziehen. Und zwar durch dieses schöne kleine Bild, was wir hier unten gerade sehen. Seht ihr es? Ne? Wenn wir das Ganze genau angucken, sieht das aus wie Noah. Ne? Da ist das N, ne? So halt eine geschlingelte Straße. Da ist das O. Da ist das A, theoretisch, wenn man den Zaun so ein bisschen noch seitlich angucken würde, dann würde da aussehen wie ein A. Und das Haus sieht aus wie ein H von oben, ne? Könnte auch ein Krankenhaus sein, aber nein, wir sehen mal darin Noah. Ne, ist ein nettes Detail, ist wahrscheinlich auch absichtlich, ne? Sonst wäre das wahrscheinlich auch sehr, sehr komisch. Auf der Vorderkarte gibt es viele Dinge, die mal absichtlich verteilt werden. Oder irgendwelche Easter Eggs, aber das reicht aus, um damit wir alles wissen, was in Season 2 passiert, Leute. Und zwar Bibel, Fortnite X Bibel ist am Start. Wir werden heilig, es wird religiös in der Season 2, ne? Weil Noah, ne, ist ja auch Arche, die Arche Noah aus der Bibel bekannt, wo er mit seiner riesenfetten Arche und den ganzen Tierzoo dann rumgeschwommen ist. Genau das wird passieren, nur weil wir das hier auf der Karte sehen. Oh, das wird krass, Leute. Ne, so phänomenal, diese kleine Info. Und man muss betonen, das Einzige, was wir bisher wirklich wissen, ist nur genau das hier. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein nettes, kleines Detail auf der Karte. Aber deswegen kursieren gerade die krassesten Gerüchte, ne? Die Screens sind gerade am Shaken, alle Kraken kommen heraus und die ganze Map wird überflutet.
Was steckt jetzt aber dahinter? Wie richtig kann es sein? Ihr kennt es ja vielleicht schon mal an meiner Stimmlage und wie ich das, sage ich mal, alles übertreibe. Dass ich nicht viel davon halte. Okay, da steht jetzt Noah. Schön und gut. Haben sich die Map-Entwickler da ein bisschen Spaß erlaubt, haben einen kleinen Schriftzug gemacht. Vielleicht würdigen damit irgendwie den Sohn von dem Entwickler oder sowas. Der heißt vielleicht auch Noah, ne? Aber wir gehen mal Richtung Bibel. Es ist hier Arche Noah, wie aus der Bibel, wo dann, sag ich mal, sieben Tage und sieben Nächte geregnet hat. Und dann war, wo ist die ganze Welt unter Wasser gewesen. Und der ist, hatte sein einziges Boot, ne? Das war ein bisschen OP. Konnte mit seinem einzigen Boot ein bisschen rumschwimmen, die anderen hatten kein Boot. So konnte er jedes Lebewesen retten und irgendwann hat sich dann auch Gott entschieden, okay, bist ein cooler Dude, ich lass wieder den Regen ab und das Wasser ist dann noch versiegt und dann war alles wieder dufte. Und weil da Noah steht, Leute, wissen wir Bescheid, der Staudamm wird brechen, ne? Ne, weil klar, es war auch in der Bibel so, ne, als ne, 7 Tage, 7 Nächte geregnet hat, ist auch der Staudamm gebrochen, war genauso 1:1 Real Talk Geschichte, ne, aus der Vergangenheit. Der Staudamm wird brechen, nur weil auf der Karte Noah steht. Und das wird die gesamte Map unter Wasser setzen. Weil dieser kleine See hat genug Wasser, um die gesamte Map unter Wasser zu setzen. Logischerweise. Logischerweise, ne? Ist ja auch genug Wasser. Ne, das Ganze wird unter Wasser stehen und wir kriegen die gesamte Season, wird einfach nur Wasser sein. Alle Orte, die ihr gerade hier kennt, wird alles ausradiert sein. Wird 2 Monate lang werden wir nur Wasser sehen. Hört sich schon mal legit an, ne? Schon mal plausibel. Machen wir die ganze Sache plausibler. Der Staudamm könnte natürlich brechen, ne? Ist ja schon ein beliebtes Thema jetzt für viele, die, sag ich mal, Live-Event erwarten, dass natürlich irgendeine Katastrophe passiert. Ne? Kraftwerk, dass das Kraftwerk explodiert, klar. Staudamm, dass es bricht und so weiter. Das sind sehr, sehr beliebte, sag ich mal, Theorien. Aber das kann sich jeder einbilden. Jeder kann sich vorstellen, dass das irgendwie mal kaputt geht. Sollte der Staudamm irgendwann mal wirklich mit deinem Live-Event kaputt gehen, hat das nichts mit Noah zu tun, ne? Arche Noah oder sonst was hat nichts überhaupt mit dem Staudamm zu tun, wurde nie erwähnt. Ne, damals haben die höchstens einen Biberdamm gehabt. Ne, sollte der dann kaputt gehen und das wirklich alles auseinanderbrechen, das Höchste, was passieren kann, ist, dass Slurpee Swamp überschwemmt wird, ne? Weil dieser See hier hat genug Wasser, damit hier einmal mal der untere Teil vielleicht unter Wasser wird. Aber genauso sinkt natürlich auch das Wasser hier im See ab, ne? So funktionieren Staudämme nicht, ne, Leute? Wenn da bricht, ist ja, wird das Wasser nicht auf einmal gerade über die ganze Welt verteilt, sondern das aus dem See wird absinken und dann nach links ein bisschen abdriften und dann theoretisch eigentlich Slurpee Swamp überschwemmen. Das ist so ein bisschen die logische Herangehensweise, dass die gesamte Karte unter Wasser steht, nur wegen dem Staudamm. Ja, nee, sagen wir mal ehrlich, ne? Jeder, der da ein bisschen weiter denkt, eher nicht. Aber selbst wenn der Staudamm bricht und diesen Teil hier unter Wasser setzt, wird er diesen Teil freisetzen hier, ne? Das wird dann alles zu Land, weil das ganze Wasser abgeflossen ist. Klar, da gibt's noch ein paar Flüsse, die das Ganze nochmal nachspülen, ne? Ein bisschen Wasser nachliefern. Ist es möglich? Vielleicht. Hat das was mit Noah zu tun? Nein. Was? Gehen wir mal jetzt weiter mit Noah und was auf der Karte da jetzt gefunden wurde, ne? Können wir sogar vielleicht ein bisschen aus der Minimap sehen. Vielleicht muss man das aber auch rückwärts lesen. Vielleicht ist es ja ein H-A-O-N, ne? Hauen. Vielleicht ist es ja auch Hauen, Leute. Gibt's irgendwas in der Geschichte, was mit Hauen zu tun hat? Ne, davon mal abgesehen, mit dem Staudamm. So, ne, wenn da Noah steht, wenn das, ne, wenn wir auch überhaupt nur ansatzweise an die Bibel denken, dass das irgendwas mit Arche Noah zu tun hat, ne? Glaubt ihr wirklich, dass wir Jesus als Level 100 Skin bekommen im Battle Pass oder was? Ne, kriegen wir dann Jesus mit seinem Kreuzschlagstock oder was, Spitzhacke, als Battle Pass? Ne, ich habe hier mal ein Konzept erstellt, das ist wahrscheinlich auch das Thumbnail, weil ich die Idee so lustig fand, ne, Jesus im Battle Pass zu haben und Noah irgendwie als Level 50 Skin und Moses irgendwo bei Level 1, wird ja richtig Arche Noah. Stellt ihr euch das wirklich vor? Kann man sich das wirklich vorstellen, dass es irgendwas mit Noah aus der Bibel zu tun hat oder sowas? Oder dass es, sag ich mal, irgendwas in diese Richtung überhaupt geht? Selbst wenn die da überhaupt kein Bibelthema machen, ne, dann muss es jetzt hier irgendwie anfangen zu regnen, damit die ganze Map unter Wasser steht. Und selbst wenn die Map unter Wasser stehen wird, komplett, ne, alles wird überschwemmt wegen Arche Noah, ne, meint ihr wirklich, eine ganze Season könnte sich abspielen, dass die ganze Map unter Wasser steht und dann nur noch, sag ich mal, mit Booten gekämpft wird, dieses ganze Spiel? Auch eher unwahrscheinlich. Wird es einen limitierten Zeitmodus geben mit Booten? Ich hoffe es. Genauso wie Air Royale hoffe ich darauf, dass wir Boat Royale irgendwann kriegen. Kaum ist dieses kleine Easter Egg hier auf der Karte, wo Noah draufsteht, irgendein Indiz, dass es auf den biblischen Noah bezogen ist und, ne? Was können wir jetzt aber, was haben wir wirklich Handfestes jetzt für Season 2, was auf uns zukommt? Es sind ja immer noch diese Gold-Items, ne?
sind ja immer noch diese Goldsachen, die eigentlich dort auftauchen sollen. Bis jetzt immer noch nicht. Wir haben immer noch 5 Tage, bis das passiert. Ja, falls ihr nicht wisst, was ich meine, oben rechts auf das i klicken. Ne? Ich habe ja dort ein Video produziert wegen Vergoldung der Insel hier. Ne? Da werden ja einige Goldseite hier Gegenstände auftauchen und. Bisher immer noch nicht. Und in meinen Augen ist das so ein bisschen der Teaser Richtung Season 2. Wann das Ganze anfängt, keine Ahnung. Sollte eigentlich in den nächsten Tagen anfangen. Ich kriege auch sehr, sehr oft die Frage, wann kriegen wir jetzt eigentlich unsere ersten Teaser? Wird es überhaupt Teaser geben? Kann ich alles nicht sagen, Leute. Ich könnte euch irgendwie mit dieser Gewissheit sagen, dass das wieder so wird, wie es natürlich in der Vergangenheit war. Ne, dass wir 3 oder 4 Tage vorher immer dieser Season der Teaser bekommen. Aber sollte es Teaser geben, sollten die theoretisch am Sonntag anfangen, wenn wir 4 Teaser bekommen. Oder am Montag, wenn wir 3 Teaser bekommen, wie es so oft der Fall war, ne? Das sind so die 2 Daten, die ihr euch merken solltet. Ich werde auch auf Twitch livestreamen, twitch.tv/heystan, ne? Auch Link unten in der Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dort folgen könnt, ne? Macht mega Spaß, da aktuell auch täglich zu streamen und. Ich werde da auch livestreamen und mir auf diese Teaser warten. Ich kann euch aber keine Gewissheit geben, dass das wirklich so ist und dass wir 100%ig unsere Teaser bekommen. Vielleicht ist das mit den Gold-Items, wenn sich das hier alles vergoldet, das Einzige, was wir als Teaser bekommen für Season 2, ne? Und dass der Oro-Skin, dieser goldene Skelettkönig, dann auch im Battle Pass ist von Season 2. Das ist sehr gut möglich, ne? Das ist halt ja bisher die größte Theorie. Aber alles andere gibt es halt aktuell überhaupt keine Anzeichen. Vielleicht wird diese Mappe auch einsammelbar sein und dann können wir ein paar Hinweise kriegen. Ein etwas seltsames Indiz tatsächlich stand aktuell ist, hier. Ist der Liebe und Krieg Event und der Harlequin Skin, Leute. Ne, da gibt's ein kleines nettes Indiz, was eigentlich kein Zufall sein kann. Und zwar, sowohl der Harlequin Skin, den ihr gerade seht, als auch das Liebe und Krieg Event endet am 17. Februar. Und das ist der Montag. Und am Montag sollten theoretisch ja die ersten Teaser reinflattern. Also, vielleicht steckt da ein kleiner Zusammenhang dahinter, aber ich... Macht euch keine zu krassen Hoffnungen, ne? Es kommt, was kommt und vielleicht fängt es auch am Montag erst an, hier alles Gold zu werden. Und das wäre unser Teaser, ne? Weil von Season 10 auf Season 11 haben wir auch keine Teaser bekommen, beziehungsweise Kapitel 2. Gab es ja auch keine Teaser, haben wir auch nichts erfahren. Und vielleicht ist das Einzige, was dann passiert. Aber wie gesagt, es kann kein Zufall sein, dass Harley Quinn und Liebe und Krieg beide am Montag, den 17. Februar, enden. Vielleicht steckt da was dahinter. Wir werden das erfahren in den nächsten Tagen. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde rücken wir den Ganzen endlich, sag ich mal, näher und hoffen wirklich auf eine wunderschöne Season. Wenn es keine wunderschöne Season ist, dann beerdigen wir dieses Spiel und dann war es das auch, ne? Leute, was sagt ihr dazu? Haltet ihr für Noah für plausibel? Kriegen wir jetzt wirklich Jesus als Level 100 Battle Pass Skin? Ne, kommt Moses herbei und produziert die OP-Waffen oder was auch immer? Werden wir auf die gesamte Map unter Wasser stehen? Das war alles, erfahrt ihr in der nächsten Folge von X-Factor, das Unfassbare. Wenn ihr das Unfassbare nicht verpassen wollt, gerne Abo-Button, Glocke reinhauen, dann würde mich natürlich mega freuen. Letzte Chance auf den Like-Button zu drücken. Und gebt mir Flosse. Klopp.